Jetzt fehlt noch eins für eine aussagekräftige Auswertung. Und zwar, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also hier wäre es noch ganz schön, wenn man das auch als Diagramm abbildet. Und hier stehen natürlich in den Pivot-Table-Tools auch nochmal Optionen zur Verfügung. Bevor ich da hinwechsel, noch ein kleiner Exkurs. Sitzen Sie beispielsweise in einem Meeting und jemand sagt, Mensch, wie kommen denn jetzt hier die Produktionszahlen zustande, die 3430,50 zum Beispiel hier, dann kann man die einfach doppelklicken und dann wird ein neues Tabellenblatt geöffnet, welches exakt die Datensätze aufführt, die zu dieser Kumulierung führen. Das heißt, diese 6 Datensätze hier sind zuständig für dieses Durchschnittsgehalt. Das kann man dann direkt ausdrucken, weiterfiltern etc. Also das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, diese ganzen Gruppierungen, die wir in der Pivot-Tabelle hier sichtbar machen, via Doppelklick sofort verfügbar zu machen. Sensationelle Funktion, finde ich. Da sitzt man sonst, wenn man das händisch macht, mehrere Stunden, um das dann wieder auszuwerten. Gegebenenfalls, je nachdem, wie groß die Liste hier ist. Okay, also das wäre schon mal eine Möglichkeit, das zu visualisieren. Eine Tabelle ist natürlich nicht so schön wie ein Diagramm, deswegen wechsle ich nochmal in die Optionen. Und dort finden Sie in der Gruppe Tools den Button Pivot Chart. Klicke ich da drauf, halte ich erstmal, wie immer, wenn man ein Diagramm einfügt, hier den Katalog, in dem sämtlich verfügbare Diagramm-Layouts zur Verfügung stehen. Ich wähle jetzt an dieser Stelle einfach mal das Liniendiagramm, weil man die Punkte da ganz schön sehen kann, und betätige OK. Schon erstellt mir Excel aus der Pivot-Tabelle direkt das zugehörige Diagramm. Das ist natürlich relativ klein. Wenn man das auf einem Tabellenblatt haben möchte, kann man das dann auch verschieben und so weiter und so fort, um es dann ausdrucken zu können. Ich bevorzuge immer, das direkt auf ein Vollbild zu bringen. Das ist dann auch direkt druckfertig und trotzdem filterbar etc. Also die ganzen Funktionen stehen trotzdem zur Verfügung. Und zwar geht man dazu in den grünen Tools hier oben über das Registerentwurf, ganz hinten über den Ort auf Diagramm verschieben. Man sieht also, sobald ein Pivotchart eingefügt wurde, kriegen wir wieder ein buntes Register da oben mit den Optionen speziell für dieses Diagramm. So, ich klicke jetzt mal auf diesen Button. Dort schlägt mir das System direkt was vor. In der Pivot-Tabelle ist es ja schon, also auf meinem Tabellenblatt. Ich möchte es gerne auf einem neuen Blatt haben, deswegen klicke ich hier diesen Knopf an und betätige OK. Und vor meine Pivot-Tabelle wird dann exakt dieses Diagrammblatt hier gelegt, sodass ich die Navigation habe, Rohdaten, Pivot-Tabelle, Diagramm. Und ganz hinten die Teilausschnitte aus meiner Pivot-Tabelle, was sich vorhin geöffnet hat. Also relativ logisch auch aufgebaut. Sie können das natürlich alles händisch verschieben, überhaupt kein Problem. Das Diagramm im Vollbild finde ich super klasse, weil ich dann das direkt ausdrucken kann und muss nicht erst noch skalieren, passt es auf mein Blatt etc. Also das ist hier ganz schick. Im Gegensatz zu unseren normalen Diagrammen steht uns logischerweise hier auch die Feldliste zur Verfügung. Das heißt, alles, was ich jetzt hier einstelle, wirkt sich 1:1 auf meine Pivot-Tabelle hier vorne aus. Also ob ich jetzt hier filtere oder Felder entferne oder hinzufüge, ist vollkommen egal. Ich kann das auch direkt hier machen, dann sehe ich auch gleich, wie das dann aussieht. So. Was fällt uns hier als allererstes auf? Die Mitarbeiterzugehörigkeit hat sehr, sehr kleine Werte. Deswegen sehen wir ja auch nur so eine kleine rote Linie. Kein Mensch kann wirklich erkennen, was da für Werte hinterlegt sind. Denn wenn ich nochmal zurückwechsel, sieht man ja 13,59. Also das sind alles relativ kleine Werte im Gegensatz zu den Durchschnittsgehältern. Ich schalte mir für so einen Zweck immer eine Sekundärachse ein, damit man das besser sehen kann, weil das sehr oft so ist, dass man große und kleine Werte miteinander auf einem Diagramm darstellen kann. Dazu klickt man auf einen Wert, zum Beispiel hier auf die blaue Linie, Doppelklick, und erhält das Menü Datenreihen formatieren und auch direkt Sekundärachse als Auswahloption. Das mache ich hier auch, klicke auf den Button Schließen. Und man sieht sofort, das Durchschnittsgehalt ist jetzt meine blaue Linie. Das sieht jetzt auch ein bisschen schicker aus. Und die rote Linie ist Mitarbeiterzugehörigkeit im Schnitt. Die Achsen dazu, eine ist links, eine ist rechts. Damit man das optisch schöner sehen kann, färbe ich die immer analog zu meinen Linien. Das heißt, Mitarbeiterzugehörigkeit im Schnitt, das ist die rote hier.
Das sind also die Werte auf der linken Seite. Die klicke ich dann einmal an, wechsle auf das Register Start und färbe die ganz normal über die Gruppe Schriftart hier ein. Ich klicke dann auf Rot und dann färbt sich das hier automatisch. Wenn Sie möchten, können Sie die auch noch fett machen. Also das ist Geschmackssache. So sieht man auf jeden Fall sofort, die linke Achse zählt zu der roten Linie. Dasselbe könnte man auch mit der blauen machen. Einfach die Achse anklicken, hier auf den Button blau auswählen, fett, wenn Sie mögen. Und dann ist jedem klar, zu welcher Achse welche Linie gehört. Also das als kleiner Diagrammexkurs. Das geht natürlich auch außerhalb der Pivotcharts. Das sind ja im Grunde dieselben Tools, die hier zur Verfügung stehen, ergänzt eben um die Filteroptionen, Feldlisten und so weiter und so fort. Okay, ich persönlich finde trotzdem, dass es ein bisschen unübersichtlich ist. Schwierig wird sogar noch, wenn man den Ort jetzt hier wieder vollständig aufführt, also den Filter entfernt. Ich zeige einfach mal wieder alle an, dann sieht das so aus. Das heißt, hier unten auf unserer Achse überschneidet sich ein bisschen was. Aus diesem Grund mache ich das jetzt einfach mal so, dass ich das Team rausnehme oder man hätte auch die Abteilung rausnehmen können. Also je nachdem, wo der Fokus liegt. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Abteilung und man sieht hier sehr schön, dass dann auch das Diagramm ordentlich aussieht. Man kann ja mehrere Diagramme erstellen. Insofern kann man sich da hier wirklich optisch ein bisschen austoben. Das war jetzt mal eine Möglichkeit, dies zu tun. Und wenn ich nochmal zurückwechsle auf meine Pivot-Tabelle, sieht man auch, dass sämtliche Dinge, die ich da eingestellt habe, auch direkt Auswirkungen hierauf haben. Ort werden alle angezeigt, also im Bereich Ort, und die Abteilung ist jetzt gefiltert, die Teams fehlen. Ja, und so haben Sie aus Ihrer großen Datenmenge, also aus Ihren Rohdaten, die wichtigsten Informationen herausgezogen und das Ganze dann auch noch optisch richtig schick aufbereitet. So können Sie in jedem Meeting dann zusätzlich sofort die Parameter ändern, also sprich einfach Felder hinzufügen, wegnehmen, bestimmte Filter wieder hinzufügen oder löschen. Also ganz nach dem Bedarf, was letztlich besprochen wird, oder natürlich auch beide Tabellenblätter direkt optisch perfekt aufbereitet ausdrucken und haben dann auch noch die entsprechenden Handouts dazu.